Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Und zwar für die Switch. Wir befinden uns immer noch unten in Schandstadt. Ich habe ein bisschen nicht erkundet, habe ich nicht. Doch ein bisschen erkundet, aber ich bin ein bisschen weitergespielt ohne euch. Was aber nicht schlimm ist, denn glaubt mir, ihr verpasst nicht viel. Es geht eher darum, dass wir, dass ich sehen wollte, was es noch für Gegner hier gibt. Jetzt habe ich diese hier, die Spinnen, die kennen wir ja schon. Und dieses Gehölz hier, dieses ganze große Gehölz, habe ich schon ein bisschen erforscht. Man kann das, geht noch rechts weiter und es geht links weiter. Wir haben, ich habe das alles erforscht, aber ich zeige euch das gleich nochmal. So. Aber jetzt müssen wir erstmal hier rüber. Hier bin ich schon zwei, dreimal runtergefallen, weil ich zu blöde bin, da rüber zu rollen. Irgendwie, kommt mir so vor. So. Ja, hier habe ich jedenfalls schon einiges erforscht. Jetzt zeige ich euch gleich auch die Wege, die ich erforscht habe. Worauf ihr hier höllisch aufpassen müsst, sind Giftpfeilspucker. Die sind hier leider zuhauf. Also ich will nicht sagen, dass es nur einen gibt. Es gibt hier schon fünf oder sechs. Und die machen einem das Leben ganz schön schwer. Also ich habe hier als erstes gekillt. Finden könnt ihr die praktisch überall, aber die sind oft hier. Da hinten stehen ganz viele in diesen Gängen da rein. Da muss man vorsichtig vorgehen, nach und nach, Schritt für Schritt, immer das Schild oben haben. Am besten das Spinnenschild hier, das auch Gift absorbiert. Ist perfekt. So, gehen wir mal hoch hier. Sind wir ja schon zu weit oben. Gucken. Ja, perfekt. So, jetzt warten wir mal kurz, bis die anderen fliegenden Blutsauger noch kommen. Es kann gut sein, dass wir die auf einmal... Okay, einen haben wir erwischt. Halten. Ich habe Angst, dass auf einmal einer mit im Kampf hinter mir ist. Das muss nicht sein. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr hier reinguckt, hier, gehen wir hier hin. Man kann hier sich so nach und nach fortbewegen und kann dann diese Giftpfeilmischer ermorden. Das ist, umbringen. Haben wir alles gemacht? Ihr habt nicht viel verpasst, wirklich nicht. Also ich habe noch nicht so viel weitergespielt. Glaubt es mir einfach mal. Aber ich bin jetzt hier oben und hier kommen wir gerade nicht weiter. Da hinten kann man sehen, wie ich gestorben. Ja schon. Und das heißt, ich werde jetzt live dabei, wie ich versuche, meine Sachen wiederzuholen. So, hier sind nämlich echt drei von diesen Brechern da, die wirklich sehr nervig sind. Und die ich am liebsten auch vermeiden würde. So. So, plündern wir unseren Küchlein. Und jetzt sind hier hinten nochmal zwei. Ich versuche den einen anzulocken mit dem Bogen. Klappt, glaube ich, auch. Warte. Okay, Bogen weg. Und Waffe ran. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Denn ich will jetzt nicht sterben. Oh Mist, habe ich erwischt. So, den haben wir gekillt. Was trinken. Der andere wird wahrscheinlich jetzt nicht so schwer sein. Den locke ich trotzdem an. Ich weiß nicht, ob dahinter noch einer ist. Sicher ist sicher. Gut, wo haben wir denn Pfeile? Krieg ich einen Block, wenn ich hier rüber gehe? Ich schon mal da runter. So, jetzt aber. Da. Okay. Bogen weg und ran. Da muss man echt flink sein. Da muss man richtig flink sein. Scheiße. Leider an ihm vorbei mogeln so ein bisschen.
Beschissenes Viech. So. Puh. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ganz ruhig. Können auch einige Gegner da hinten lauern. Man weiß es ja nicht. Oder vielleicht wieder Giftpfeilschießer. Immer ein bisschen auf langsam gehen, nicht, dass man auf einmal zu viel auf einmal anlockt. Kann ich rübergehen, ne? Ja. Mein Gott, eine dunkle Höhle. Führt uns das bloß alles hin hier? Man sieht fast gar nichts, könnt ihr sehen? Also könnt ihr sehen, man sieht fast gar nichts. Aber man kann wirklich fast nichts sehen. Drachental. Okay. Drüben ist eine Seele. Muss gleich holen. Drachental war ich noch nicht. Geh mal hier außen rum und guck mal, wo wir landen. Dann ist auch noch eine Seele. Das geht auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein ellenlanger Weg. Wir gehen mal hier zurück und holen uns erstmal die Seele da drüben. Versuchen. Ein bisschen Angst. Also liegt doch kein Viech irgendwie unbewacht. Will er? Neulondo Ruinenschlüssel benutzt. Aha. Okay, wir gehen mal hier runter. Ach. Das ist ja mal eine fette Abkürzung, oder? Das sind doch die Billigseelen. Mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, aber wir gehen wieder hoch. Müssen wir gar nicht hin. Das ist natürlich fett, muss man ja sagen. Ziemlich cool. Ziemlich cool, ziemlich cool. Muss noch ein bisschen hier runterfallen. Und dann noch weitergehen. Ja, das ist natürlich ziemlich cool für uns. Kann auch hier weitergehen. Kommt man denn da hin? Gehen wir hier weiter kurz. Oh, ich glaube, da kommt man nicht weiter. Lassen wir mal lieber. Wenn sie auch gleich hier sterben. Oh, das ist eine geile Abkürzung, muss man sagen. Wenn man da nochmal hin will, die Abkürzung wirklich sehr nice. Ich weiß nicht, ob den ganzen Weg hier, ob sich es lohnt, den ganzen Weg längs zu laufen. Wollen wir das mal machen? Ich will ja immer alles erforschen, aber wir machen das mal. Drachental. Hört sich ja nicht so positiv an. Was da hinten? Ist ein Drache. Lebt er noch? Kann nicht sehen. Nein. Was ist ein Skelett von einem Drachen? Natürlich jetzt sterben da. Ist natürlich schlecht. Da müssen wir so schnell wie möglich zurückrennen. Okay. Okay. Das war jetzt beschissen. Scheiße, scheiße, scheiße. Hätte man das schneller einsammeln müssen? Wahrscheinlich. Oh. Aber was liegt denn noch da? Das reizt mich natürlich sehr, was da liegt. Wenn ich mit dem Pfeil abschieße. Oh, guck mal. Dann können wir vielleicht mit einem Pfeil und Bogen schießen, töten. Auch nicht lange. Andere habe ich leider nicht. Ich habe nur die. Na komm, wir machen ein paar. Wahrscheinlich kann man den auch schneller töten, wenn man hingeht und ein paar Hiebe abgibt, aber wir machen es jetzt so. Ich glaube bloß fast, wir haben zu wenig. Und zu wenig Pfeile. Mein Gott, ich hätte mal mehr Pfeile kaufen sollen. So ungefähr
1000. Naja. Oder auf jeden Fall 100, ne? Wir haben ja schon die Hälfte weggenommen. Über die Hälfte. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, müssen wir es auf jeden Fall nochmal machen und versuchen, ihn zu killen mit mehr Pfeilen. Okay, warte mal. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe noch ein paar Bolzen. So. Können wir ja auch mit ein paar Bolzen treffen. Oh. Ich treffe ihn gar nicht. Na gut. Also den Bolzen treffen ist echt nicht so leicht. Okay. Könnte Gift sein? Wahrscheinlich auch Gift. Okay, okay, okay. Du bist der Steckere. Was trinken? Noch ein? Oh, dreimal genommen ist natürlich zu viel. Aber ich glaube, wir können ihn. Oh nein! Oh nein! Ah, was trinken wir? Die kriegen wir doch gekillt. So. So. Und was jetzt? 3000 gibt er. Und wir kriegen einen Drachenstein. Das ist natürlich cool. Sagen wir mal ein. Astoras Schwert. Drachenwappenschild. Okay, was ist das hier? Seelekrieger. Okay, aber ich meine, das hat sich gelohnt, ne? Definitiv. Da hinten sitzt noch ein Drache. Den sollten wir uns wahrscheinlich nicht zu Gemüte führen. Da unten ist auch noch ein Drache. Gehen wir kurz ein bisschen weiter hier. Drachental heißt wahrscheinlich nicht ohne Grund so. Man sieht, sind da einiges an Drachen da unten. Und wir könnten da auch jetzt hinlaufen. Das machen wir aber nicht. Wir haben schon genug Glück herausgefordert. Deshalb gehen wir erstmal zurück. Aber cool. Wo ich mir das gerne mal angucken würde hier. Was ein Bild. Ein Wappenschild. Das Schild eines namenlosen Krieges, vielleicht eines hohen Ritters von Astora. Einer der verzauberten Blondes reduziert Feuerschaden beträchtlich. Ah, okay. Das ist doch gut zu wissen. Und wir haben auch noch ein Schwert bekommen. War das nochmal? Das ist ein anderes Schwert. Das andere kann der metallische Beschleuniger als Waffe benutzt werden und Schaden zufügen, auch wenn auch nur gering. So, wir gehen mal hoch. Irgendwo war das andere Schwert. Ah, Astoras Schwert. Gerade Schwert des bekannten Ritter ist vermutlich. Okay, ich rufe die Waffe mit mächtigen Segen. Na gut. Okay, aber jetzt haben wir ja schon mal. Sind wir schon wieder weiter hier. Ein Drache ist erlegt. Wenn auch ganz auf eine feige Art, gebe ich zu. Sehr feige Art. Aber egal. Tod ist tot, ne? Tod ist tot. So. Geht's hier weiter? Gehen schnell mal zurück wieder. In die Schandstadt. Und haben dann ja eigentlich alles oberen Bereich zumindest leer geräumt. Das heißt, wir werden uns mal den Boden erkunden. Und das Gute daran ist, dann können wir auf jeden Fall nochmal an Leuchtfeuer vorbei und uns heilen. Wenn man hier schaut.
War das jetzt? Das ist natürlich, also, muss auch da was da längs, scheiße. Da muss ich sagen, diese Abkürzung finde ich phänomenal. Also finde ich sehr genial. So, hier wieder Standstadt, sieht man, da können wir laufen, denn dürfte hier uns ja keine Überraschung mehr hier erwarten. Alle platt gemacht. Wieso sind die beiden denn wieder da? Wir haben doch kein Leuchtfeuer und nichts benutzt. Shit. Das ist natürlich blöd, da wir auch keine anderen Sachen mehr haben. Laufen einfach vorbei an den allen. Das müsste ja funktionieren. Warum sollte ich die jetzt nochmal killen? Auch ein bisschen ätzendes. Vielleicht kann man auch an denen noch vorbeikommen hier. So. Weil die haben wir alle gekillt. So, sind wir geschanscht. Das heißt, alle Gegner sind wieder da. Warum? Weiß ich allerdings nicht. Eigentlich sind die auch immer nur da, wenn man ein Leuchtfeuer entzündet. Das haben wir definitiv ja nicht getan. Na gut, wir gehen mal runter, gucken, wenn sie wieder da sind, die ganzen Gegner, müssen wir sie halt nochmal platt machen. So, der ist selber gestorben, das sehe ich daran, dass er... ...dass er runtergefallen ist und ich 500 Seelen bekommen habe. Jo. Das ist doch merkwürdig, oder? Also das finde ich irgendwie gerade komisch, na gut. Ist das so, wenn man vielleicht das Gebiet verlässt, dass man dann auch automatisch alles wieder auf Null stellt? Das wäre natürlich ärgerlich. Das wusste ich aber nicht. Ist mir auch noch nie aufgefallen, weil man ja auch nie das Gebiet eigentlich so richtig verlässt. Beziehungsweise man kommt meistens nicht wieder, ne? Oh. Hey, runter. Oh, eine da oben. Ein bisschen aufpassen, kommen jetzt gerade viele. Achso, ein bisschen runter. Nur hier links. So, den müssen wir auch noch schnell killen. Jetzt auch runter. Ganz sterben wollen wir jetzt noch nicht. Aber wie kommen wir denn wieder runter, ist die Frage. Dann kann ich hier auch mit dem Fahrschlauch wieder runtergehen. Scheint, ne? Probieren wir mal. Oh, so. Das ist doch super. So, wir gehen einmal schnell zum Lagerfeuer, wollte ich gerade sagen. Und gucken. Und dreh dich mal. Bam! Das gefällt dir nicht, ne? Kann ich verstehen, ist ja auch ätzend. Ein Ding in die Schnauze zu bekommen von mir. So. Wir rennen schnell hier zu unseren und machen eine kleine Rast. So, wir können auch unsere Waffen verstecken können. Nein, noch nicht. Uns fehlt leider noch ein Drachenstein. Rüstung verstecken? Genau. Aber wir können unsere Ausrüstung mal reparieren. Gut. Brauchen wir noch ein bisschen Zauberfall. So, jetzt gucken wir mal hier unten weiter. Wir haben noch nicht alles hier unten erforscht. Das machen wir jetzt. Und zwar gehen wir mal zu dem Bereich da hinten. Wenn ihr das sehen, da hinten sind so komische Bäume, die aus dem... Oder ja, Geäste aus dem Boden ragt. Da gehen wir jetzt mal hin. Was da ist. Oh. Oh. Wie wir da am besten gehen, weiß ich gar nicht. Immer den direkten. Machen wir jetzt überall. Doch bescheuert, wieso werde ich denn gleich, bin ich dann gleich vergiftet, wenn ich herumlaufe? Hm. Schön ist es nicht. Also hier wird man
Wir haben natürlich überall vergiftet. Also wir müssen uns einen anderen Weg darüber suchen. Oh, ach, guck an, schon gleich wieder vergiftet. So. Da sind aber auch irgendwelche Leute da hinten. Was wir da genau machen sollen. Wie wir die genau killen, da weiß ich nicht. Vielleicht einen leichteren Weg dahin. Da liegt noch eine Leiche. Oh. Heieiei. Den haben wir ein bisschen spät gesehen. Den guten Mann. Oh. Wer denn da? Okay, so schwer ist er nicht. Wir müssen nur gut. Na gut. Schwer und schwer, ne? Muss man natürlich wissen. Kurz was? Aber. Schnell sein. Machen wir nochmal. Den kann man ja fast gar nicht sehen da im Dunkeln. Da ist noch einer. Er kommt nicht zu mir, ne? Kann das sein? Von der anderen Seite. Und ich muss da zu ihm hin. Scheiße. Hm. Oh, Vergiftung schon wieder. Super. Oh. So. Eine Vergiftung tun. Eine Riesenkeule. Na super. Aber wie kommt man denn darüber unbeschadet? Ich bin ja jedes Mal vergiftet, wenn ich da hingehe. Das ist noch eine Leiche. Ja, man kann sich nur so durchrollen. Immer. Okay, hier komme ich wahrscheinlich rüber. Ohne gleich getötet zu werden. Vielleicht. Auch hier, hier kommt rüber. Okay. So. Okay, hier wird man nicht mehr vergiftet. Das ist schon mal gut. Aber hier sitzt man trotzdem ein bisschen Sand fest, obwohl es geht. Hier ist alles eklig Spinnweben. Tot. Hör mal kurz was. Da ist er. Da, ich muss ihn mal markieren hier, sonst wird das nichts. Ah, jetzt habe ich natürlich diese blöde Viech da oben. Das müssen wir als erstes mal töten. So, sonst haben wir mich gearscht. So, komm her. Okay, also schwierig sind sie nicht. Diese Moskitos, die kommen ja ein bisschen der Plagegeister, muss man mal sagen. Ich komme natürlich ran. Und ich da rankomme hier. Komm her. Blödes, dummes Viech. Ich noch mal was? Ah nein, ich wollte das trinken. Scheiße. Na gut, so. Da ist da noch einer, so ein Stein-Golem da unten, ne? Kann es, glaube ich, egal sein, erstmal. Hier, was hier ist? Ja, auch ein Küchlein, okay. Noch so ein. Es gibt's auch gar nicht. Wie viele von denen gibt's denn? Oh. Ja.
Mal hoch. Oben noch gibt. Guck mal, hier geht's. Hier geht's auf jeden Fall rein. Oh, sieht aber nicht so schön aus da drin. So, das wäre wahrscheinlich ein neues Gebiet. Ich würde sagen, wir machen hier einfach eine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.